Das alte Rathaus von Dinkelsbühl. An der Stelle des ehemaligen Rathauses stand im hohen Mittelalter das Haus eines Ministerialen der Staufer. Spuren davon lassen sich noch in den Gefängniszellen unter dem Südflügel nachweisen. Auf den Fundamenten ließ die Patrizierfamilie Berlin später einen Wohnturm errichten, der 1361 erstmals als Steinhaus urkundlich erwähnt wird. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein vierflügeliges Gebäude, das um einen Innenhof herum gebaut wurde. 1483 erwarb der Magistrat das Gebäude und nutzte es fortan als Rathaus. Über 300 Jahre lang wurden von hier aus die Geschicke der Stadt gelenkt. Erst 1855 zogen Rat und Verwaltung in das barocke neue Rathaus. Nach einem Brand 1919 musste das Gebäude weitgehend wieder aufgebaut werden. Seit 2008 befindet sich in den Räumen das Haus der Geschichte Dinkelsbühl von Krieg und Frieden. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.